Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Minus 19 Challenge Projekt mit dem Crazy. Servus. Jo, heute ist Freitag, das heißt heute Abend 19 Uhr ist wieder Livestream bei uns. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir wieder uns ordentlich rasieren. Auf jeden Fall seht ihr, was ich in der letzten Folge gemacht habe hier. Silage ballern ohne Ende, dann passt das. Und ich muss kurz runter ins Video. Lol. Jo, wir sind auch da stehen geblieben und zwar müssen wir jetzt den Hänger aufstellen, weil die werden dann für uns abernten. Und jo. Dann müssen wir noch die Silage verdichten, die er gebracht hat von unserem Feld, oder besser gesagt das Gras verdichten. Und jo, dann schauen wir weiter. Wo fahre ich denn lang? Alter Vater, das geht doch nicht. Will ich mal kurz gucken, ob man in die Ballenlage auch was anderes. Ach, das ist doch dumm. Was ist denn los? Ich hab Ballenlager mit drauf genommen. Da kann man nur Heu oder Stroh reintun. Ich brauch Silagelager. Egal, vielleicht tut man das drauf, wenn wir das Strohbeeren selber auch mit drauf tun. Stell ich das jetzt mal eben auf mein Ding drauf, auf meinen Hof und dann passt das. Jojo, machen wir so. So, dann muss ich den noch umkuppeln. Live, was glaubst du? Moin Kaspar. Wer hat das Suppenkaspar? Wer? Ey, Kaspar aus Team. Suppenkaspar. Da, ich hab gedacht, das ist einer, den ich kenne. Wenn es Suppenkaspar war, dann hätte ich den kennen. Suppenkaspar. Weil das ist ja sein Eckname, ich weiß es ja nicht. Oh, jetzt muss ich nochmal schauen, wo Unkraut ist. Ich habe zu wenig Platz hier auf meinem Hof langsam, ey. Na, warte mal, ich stelle mal kurz 10 Maschinen woanders hin. No, das wird's nicht. AKA Suppenkaspar. Zu wild. Jojo, so geht's eben. Also langsam wird der Hof voller und voller, ey. Ja, bei mir. Ja, normal. Müssen wir ein bisschen aufstocken. Ihn noch bei seinem Hof wegkaufen, dann haben wir Platz genug. So, das ist auf dem Feld. Was wollte man jetzt machen? Sorry. Wie sind sie denn jetzt wieder reingefahren? Na, ich hab gedacht, ich bin auf dem falschen Feld, aber hat sie erledigt. So, das ist oben, der dort ernten. Wie schaut's denn da aus? Ich muss mal kurz ins Elo. Passt. Servus. Hallo. Und zwar, wie schaut's denn aus mit, ist das ganze Gras jetzt bei mir auf dem Hof? Ja. Passt. Geld habe ich auch schon überwiesen, gell? Ja. Passt. Danke. Jo. Ciao. Ciao. Das weiß ich gar nicht, das habe ich nicht mitgezählt. Außer wir haben... Auf ja, das meine ich ja, das weiß ich leider nicht. Nein, wenn du die eine Sache da. Ach, sorry, ich bin ein bisschen. Die ja, Musik ist so laut. Ja, ich sag's ihm dann. Macht euch wieder Abrissparty. Na sicher, wir planen gerade gute Preise. Aha.
billige Preise für mich. Ja, ja, habe ich die auch gern. Ui, ui, ui. Und was geht's uns so bei dir? Nichts. Nö, weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Digga, scheiße. Ne. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ganz im unpassenden Moment, Kasper, das kann auch sein. Was ist denn passiert? Ach, der wurde gebannt. Weil der wahrscheinlich in unpassenden Momenten in DC kam. No, bald mit zu Hause losen, du. Wieso hat der Wichser auch Rechte? Ja, wieso nicht? Aber solche Wörter bitte nicht hier verwenden, Kasper. Das sind ja erwachsene Leute. Alter, haben wir viel Zeug. Nee, ich bin kurz im Melo. Ja, ja. Kein Problem. Wie verdicht man das schön dabei, das Silage-Ding? Jo, dann verdichten wir das einmal schön und dann ist eh schon wieder was anderes zu machen. Ne, den Anhänger brauche ich noch. Du sagst, mit der Silo-Walzen geht schneller zum Verdichten, gell? Ja, genau. Darf ich den mal kurz ausleihen? Nimm doch, alles gut. Dankeschön, Herr Kollege. Uiuiui. Ui, ui. Aha, tun wir Quad abholen, ich Silage pressen. Hä? Noch mal Quad abholen. War gepresst. Sorry. Danke dafür, Junge. Das wollte ich nicht. Den, das ist echt alt zu mir. Dann nimm mir einfach jetzt keinen Anhänger rein hier. Moin, mir geht es scheiße. Ja, Leute, warum kommt denn hier? Den Livestream mal mit so einem Scheiße, wie macht euch einen schönen warmen Tee und so weiter, aber natürlich weiß ich mich, dass ich da bin, aber. Ingwertee, Ingwertee kann ich noch. Ingwertee oh, ja. Kann ich empfehlen. Was hast du? Sag mal, hast du eine Erkältung? Der juckt niemanden. Och, Kaspar, Alter. Hast du es wieder deine Woche oder was? Kannst du brauchst dich hier gar nicht aufregen, du wirst ja sowieso im Nachhinein wieder eingeladen, Vogel. Nee, verbrannt. Na gut, verbrannt ist, ja, da kühlst du das mal ein bisschen hier. Mindestens maximal zwei Tage wird das ins Brennen und dann ist das weg, das hatte ich auch oft genug. Also mach dir keine Sorgen. Das fühlt sich ja nur im ersten Moment übel scheiße an. Das kenne ich zu gut, das Gefühl, wenn man sich verbrennt.
Nee, da komme ich nicht mehr drauf. Und wenn ich auf den Server komme, so komme ich nicht in den Channel. Hä? Kannst du reden nachher mal. Jo, das kannst du machen. So. Warum seien sie denn so leise heute, Herr Kollege? Was ist, Herr Kollege? Alles gut. Alles gut. Ich habe nur einen kleinen Kindergarten im Chat. Willst du reden? Gleich. Ach du Silage, 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 sie ist überall. Wie passen in den scheiß Anhänger rein, Junge? Ist das normal, Alter? Passt bald das ganze Silo rein, Junge? Matthias, mein guter Moin, wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du da bist. Ich muss mal kurz in das Elu. Servus. Kennst du die Wegefelder, der Wand nochmal spritzen? 25 und 55, hab ich ja eben gesagt. 25 und 55, ja genau. Okay. Passt, danke, ciao. Ciao. Ich weiß auch ganz genau, wie das Gefühl war, wo ich die 100 geknackt hab. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Was denn? Ein Kollege von mir, der früher in meinem Team war, der ist gerade hier im Chat, der hat jetzt gestern oder vorgestern hatte ich 100 Abos geknackt. Der Kollege? Deswegen, ja. Oh, das freut mich für ihn. Die 100 sind schon einmal ein kleiner Meilenstein. Aber sowas von, ich kann mich noch gut erinnern, danke. Mir geht's gut und dir, Jo, mir geht's top, deine Nachfrage. Die 100, oh! Die 100 und die 1000 sind die schwierigsten. Ach, danke. Ja, aber gleichzeitig ist auch einfach das geilste Gefühl. 100, dreistellige Zahl, ey, ich kann mich noch ganz genau an den Livestream erinnern. Danach war ich erstmal eine halbe Stunde weg, Alter, weil ich erstmal glaube, klarkommen musste, ey, das war krass, ey. Das war mitten in dem coolen Special, wo wir ein kleines RP-Projekt gemacht haben. Das weiß ich noch ganz genau. Ich hab da die Dingsbums, ja. die Silo-Walze wieder dumm gestellt, wo ich es abgeholt hab. Ja. Danke nochmal fürs Abholen. Ausleihen. Gar kein Ding. Also wie gesagt, wie war denn dein Erlebnis überhaupt? Boah, das war, weiß ich nicht, ich bin einfach einen ganzen Tag drauf nicht klargekommen. Ja, das ist aber echt, man muss sich einfach vorstellen, das ist eine dreistellige Zahl. Die gucken einfach jetzt auf einmal einfach 100 Leute haben dich abonniert für das, was du halt einfach machst. Und das ist halt einfach krass. Weil wenn du jetzt dir vorstellst, du stellst 100 Leute auf einen Platz, wie viel das einfach ist. 100 Leute, das haben manche Leute in der ganzen Schule oder so. Das ist halt krass. Oder im Kindergarten oder sonst was, ich weiß ja nicht. Bin so schlecht im Vergleichen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn, halt einfach. Wenn du 100 Leute auf Dings stellst. Das ist ja mittlerweile jetzt nicht nur 100, es sind ja jetzt mittlerweile schon 140 und bei Krise sind es 146 Leute. Das ist halt einfach unnormal. Hat er auch einen YouTube-Kanal? Ja, genau. Ja, hat er. Da kann man ja eigentlich. Ach, komm.
Cooler Game auf jeden Fall, danke nach so. Hier ist der Link, da könnt ihr mal bei Chrissy vorbeischauen, Leute. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Haut ihr mal ein paar Abos rein, ja, so muss das. Ein cooler Gamer, ich weiß nicht, wieso dein Abo, deine Nachricht nicht angezeigt werden kann, keine Ahnung. Aber ich finde das ehrenhaft, dass den Matthias auch noch Abos gegeben hat. Road to the 110 bei dem, ey. Road to the 150 bei Chrissy. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank einfach für eure Unterstützung. Also den hier dazu gehört, ist auf jeden Fall schon mal platt, nur mal so. Ich muss trinken, sorry Leute, aber ich trinke. Ja, das kommt vom Reden. Und jetzt hat noch bei mir hat Außentemperatur. Am Morgen soll es bei mir 30 Grad haben. Bei uns irgendwas um die 20, wir haben jetzt aktuell 13 Grad bei uns. Bei mir war es halt schon um die 20 Grad. Das ist ja nicht mehr normal. Nee. Zuerst Minusgrade und auf einmal Vollgas 30 Grad. Ich habe auch schon bei manchen hier im Chat gelesen, dass bei denen Schnee einfach liegt. Das ist unnormal, wie das Klima aktuell ist. Bei uns ist Sonnenschein heute ganz gut. Bei manchen Schnee, bei manchen regnet es, ey, das ist alles heute. Ich kurz weg, bis gleich. Jo, bis gleich. Komm, gib jetzt. Gibst du jetzt Gras oder was? Sick die Eiche weg. Ey, Alter. Mach doch jetzt nicht diesen, Junge. Geh kurz ins Salo. Ja, ja, kein Stress, kein Stress. Jojo, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, liebe Leute. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und jo, das ist es, das ist es. Genau so wie bei ihm ist es bei mir. Birke. Ist das eine Birke oder nicht? Ist eine Birke. Jo. Birke. Ey, ich krieg die Birke jetzt ab. Jetzt ist gerade Schluss. Ist nicht mein Land. Es gibt. Du hast gesagt Eiche. Habe ich Eiche gesagt? Wirklich? Okay. Ich meinte nur Birke. Eiche, Birke, ey. Ganzen scheiß Baumnamen hier. Kann ich mir nicht merken, Alter. Das Einzige ist geil. Was ich weiß, ist eine deutsche Fichte und eine deutsche Eiche. Hauptsache, deutsche Schabiel, Junge. Was geht bei dir sonst so? Wie viel? Bis Silage gerade verkauft. Du mit deiner Silage? Ja Junge, ich bin Silagekönig, weißt du nicht? Bis der Preis im Keller ist, dann geht nichts mehr. Ja, dann warte ich, bis der Preis wieder oben ist. Und 344 für Silage ist ein bisschen wenig. Oh Mann. Ja, sonst verkaufe ich an der PGA oder kauf mir am besten noch eine PGA, ey. Ich kauf mal gleich den ganzen Hof. Na Spaß. Ja, ich kauf mir gerade die ganze Map, gar kein Ding, Alter. Na, das weiß. Verkauf mir dann auch seinen Hof, arbeitet bei mir, verkauf die Silage für mich, kann oben auf einem Thron sitzen und kann chillen. Mhm. Profi in Salo. Och, nee, Diggi. Jo, das war's dann auch wahrscheinlich gleich mit der Folge. Ich warte nur, bis der Kollege da ist. Und jo, dann passt es.
Dann haben wir eh viel geschafft. So, Herr Kollege. Oh! Aua! Leck, Alter. Der Herr Agrarbayern, den werde ich in der nächsten Aufnahmesession bei Ihnen hauen. Warum? Schauen Sie einmal auf die Map, wie Sie das Unkraut entfernt haben. Haben Sie Bier getrunken? Da bin ich weg. Haben Sie Bier getrunken? Knapp. Ja, aber wir regeln das in der nächsten Aufnahmesession. Herr Kollege, dann war's das auch schon wieder mit der Folge. Schaut's doch beim lieben LS-Profi vorbei. Und jo, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann, mach's gut. Ciao.